herzlich willkommen in meiner Küche. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar wollte ich heute, wie man hier wieder sehen kann, einen Kuchen backen. Und habe dann wieder so ein bisschen rumgestöbert. Nichts Besonderes, aber wird super schmecken. Und zwar ein Käsekuchen. Ich denke, wir fangen einfach mal an. Wir müssen als allererstes den Schmetterling schön in den Mixtopf reingeben, sodass er richtig gut festsitzt. So, dann kommt ein Teelöffel oder sogar ein Esslöffel Vanillezucker. Wenn ihr die selbstgemachte habt, dann nehmt die. Also ich mache die mir immer selber, da das ja wirklich keine Arbeit ist. Das duftet. So 80 Gramm Mehl. Ja, 80 Gramm. Und wir brauchen, 70 Gramm Speisestärke. Ich habe hier Maismehlstärke. So, was habe ich jetzt? Und 1,5 Teelöffel Backpulver. Ist ja wirklich schnell gemacht, so ein super leckerer Kuchen. Vor allem schmeckt das auch immer besser, als wenn man jetzt kauft. Und dann natürlich 150 Gramm Zucker. Da muss ich eben nachholen. Wie gesagt, 150 Gramm Zucker. Ups. Da hole ich aber ein bisschen raus. Ein bisschen zu viel. Drei Eier. Wir schließen einmal den Mixtopf mit dem Messbecher. Und das lassen wir jetzt für 45 Sekunden auf Stufe 3. Und holen einmal den Schmetterling raus. So, das geht einmal in die Form rein. Ja, der Biskuitboden ist sehr gut hochgegangen hier, wie man sehen kann. Sieht also richtig gut aus. Hat sich jetzt auch abgekühlt. Und jetzt wird er einmal halbiert. Und zwar nehme ich dafür ein Messer und gehe da einmal rundherum. So, wenn ich angekommen bin, dann nehme ich einen Faden und gehe da einmal rein in der Schnittfläche. Überall, so, und ziehe das einmal. So, und so haben wir ihn schon geschnitten. Es kommen hier circa 6 bis 8 Löffel Esslöffel Wasser rein und ich nehme 1,5 Päckchen von dem von der Gelatine. Rühre das einmal um und lasse das circa 10 Minuten an der Seite, dass das schön aufquillt. Es kommen einmal 500 Gramm Sahne. Und einmal festschlagen. Gramm Quark. Einmal in diese Schüssel geben. Saft von einer unbehandelten Zitrone.
eine Zitronenschale gerieben. Gramm Zucker. Ein Teelöffel Vanillezucker. Das rühren wir jetzt einmal alles um. Und geben einmal die Sahne dazu. Rühren das Ganze nochmal um. So, die Gelatine hat sich jetzt ein bisschen abgekühlt und ich nehme dann mal einen Esslöffel von meiner Quarkmasse und rühre das einmal um. So, die Masse verteilen wir jetzt einmal hier. Und lassen dann die Quarkmasse einmal schön auf dem Boden gehen. Schön eng einstellen hier und verteilen das Ganze. Als nächstes einmal den oberen Boden umdrehen und in 12 gleiche Teilen schneiden. Und umgedreht kommen die dann wieder hier auf den Boden drauf. So, wie gesagt, der muss jetzt wirklich für 7-8 Stunden stehen bleiben, damit er richtig schön fest wird. Oben drüber kommt hinterher ein bisschen Puderzucker. Vielleicht dekoriere ich es doch ein bisschen. Ja, ich weiß es nicht. Ich schaue mal nach. Es gibt den in dem Cookie-Do, aber ich habe die Füllung auf jeden Fall anders gemacht, weil ich da nicht schon wieder vier Eier nehmen wollte. Deswegen habe ich das etwas anders gemacht. Aber der wird wirklich super schmecken. Die Creme habe ich schon probiert und ich kann euch sagen, perfekt. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ja, was soll ich sagen? Der Kuchen ist fertig. Das stelle ich mal an die Seite. So, hier ist mein Käsekuchen, ja. Und ihr müsst das mit dem Messer einmal so rundherum so ein bisschen lösen. Das habe ich gerade schon gemacht. Versuche mal, ob das zu lösen geht. So. Hoppala. Geht doch nicht so gut. So. Das ist ein richtig super hoher Kuchen, ja. So wie ich das hier so sehe. Ja, so sieht der aus. Also ich finde, sieht super aus, wenn er so schmeckt, wie er aussieht. Ich versuche mal hier so ein bisschen, das ein bisschen glatter zu machen. Ja, das geht schon so. Auf jeden Fall kommt oben noch etwas Puderzucker drauf. Das mal eben verschließen. Geht mir das doch hier? Ja. So, nicht, dass mir hinterher der ganze Puderzucker hier rauskommt, ja. So.
denke, wir können jetzt anschneiden und uns den Kuchen genießen. Bis gleich!